Also, ich heiße Renate Fischer und wir haben unseren Keller am Donnerstag geräumt, am Freitag geräumt, am Samstag geräumt, am Sonntag geräumt und am Montag haben wir den Rest auch noch geräumt. Und als alles los war, hat der Sohn, der uns geholfen hat, hat er gesagt, du hast eigentlich auch rausgeräumt in dem Räumchen unter den Kellerstegen, dort, wo man früher die Kohle drin hatte. Dann habe ich gesagt, ja, nein, dort hat es doch nichts drin. Dann sagt er, wohl. Und nimmt dort das Bavatex-Wändchen raus und kreucht in das Abteil unter. Und was bringt er raus, nachdem wir so schön Hochwasser hatten? Ein Gummiboot mit vier Paddel. Das war ein wunderschöner Abschluss der ganzen Übung. Und wir haben uns halb krank gelacht.